Frau Winterstein, Sie haben hier die Klausurtagung organisiert. Warum ist es so wichtig, dass die Fraktionsmitglieder einmal in der Ferne zusammenkommen? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich einmal im Jahr konzentriert trifft und 3 Tage zusammen diskutieren kann, sich auch einfach mal am Abend zusammensetzt und miteinander auch sprechen kann. Denn wir sind alle in unterschiedlichen Ausschüssen. Nicht immer besteht die Gelegenheit, auch mal übergreifend über Themen zu diskutieren. Und dazu ist hier eben sehr gute Gelegenheit. Darum auch der Name Klausurtagung. Man geht in Klausur und arbeitet eben 3 Tage dann konzentriert. Und das tun wir auch. Und ich glaube, dass das auch eine sehr erfolgreiche Klausurtagung werden wird. Der erste Tag war ja überschattet von der Diskussion über den Bundesaußenminister, was ich sehr bedauere. Denn wir sind ja hingekommen, uns mit den Problemen zu befassen, die unser Land hat, die Europa hat, die Welt hat. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass das jedenfalls heute gelungen ist. Und es freut mich im Übrigen auch, dass wir gestern so sachlich diskutiert haben in der Fraktion. Und der Fraktionsbeschluss, den wir dann zum Schluss gefasst haben, dass wir nämlich eine Stärkung der Rechte des Deutschen Bundestages bei den anstehenden europäischen Entscheidungen haben wollen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Die FDP ist der Anwalt der Steuerzahler, die das hier alles bezahlen müssen, wenn das mal irgendwann dann auch in Deutschland abgefragt wird. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir sagen, der Deutsche Bundestag ist jedenfalls immer vor einer Entscheidung zu beteiligen. Es darf nicht die Regierung allein dort handeln. Das ist dringend notwendig und dass wir dieses Signal gesendet haben, darüber freue ich mich ganz besonders. Es ist eine Arbeitstagung nach der Hälfte der Legislaturperiode. Es wird engagiert miteinander diskutiert und neue Wege anzupacken, glaubwürdig Politik umzusetzen. Wir machen da Tempo, weil die Zeit es erfordert, aber wir sind linientreu. Wir sind bei unseren Kernbotschaften, unseren Kernthemen und die Handschrift, die wir haben, etwa in der Steuerfrage, in der Wirtschaftsfrage, in der Finanzfrage, in der Bildungsfrage, in den Bürgerrechten, wird herausgearbeitet. Wir haben hier die Geschäftsgrundlage geschärft für die zukünftige Arbeit der Bundestagsfraktion.